Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute da draußen vor dem Bildschirm. Mein Name ist Dragan, ich bin 18 Jahre alt und mache Let's Plays. Wer hätte es gedacht? Woo! Ich mache noch nicht allzu lange Videos hier auf YouTube und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich euch meinen Kanal über das Format Mach's dir selbst von Let's Promo einmal etwas näher bringen könnte. Anstatt aber einfach durch meinen Kanal zu scrollen, den ich natürlich alle gerne selber ansehen könnt, möchte ich euch einfach mal zeigen, wie so eine typische Let's Play-Folge bei mir entsteht. Seht's euch einfach mal an. Ah, hallo und herzlich willkommen hier bei der Dragan LP Corporation. Heute möchte ich euch zeigen, wie eine typische Let's Play-Folge entsteht. Dazu muss ich doch zunächst einmal sagen, ich kann das Projekt natürlich nicht alleine stemmen. Deswegen haben wir ein kompetentes und eingespieltes Team, durch das wir eine hervorragende Qualität hervorbringen können. Unsere Schauspieler können jede Szene überzeugend und textsicher darstellen. Sehen Sie selbst, hier ist eine Beispielszene aus dem Spiel Borderlands. Hyper, hyper, mit Jubeln. Ach, scheiß Piepsen. Unsere Lichttechnik kann eine außergewöhnliche Atmosphäre erzeugen, die die Stimmung jeder Szene perfekt unterstreicht. Es tut so weh! Oh. Tausende verschiedene Kameraeinstellungen gehören zum Standardrepertoire unserer Kameramänner. Wie zum Beispiel ein einfacher Zoom. Die Vogelperspektive. Und natürlich der 180 Grad von der Decke Baumler. Dies sind nur einige der herausragenden Kamerakünste unserer Aufzeichnungsartisten. Unsere Komponisten erzeugen natürlich immer die passenden Soundtracks, um jede Stimmung perfekt zu unterstreichen. Wie zum Beispiel in dieser Liebesszene. Unsere kompetente Regie überwacht natürlich den gesamten Aufnahmeprozess, sodass wir am Ende auch das bestmögliche Ergebnis vorweisen können. Ihr seht schon, hier bei der Dragan LP Corporation ist uns nichts wichtiger als herausragendste Qualität. Ich hoffe, dass ich euch mit dem Video auch davon überzeugen konnte, in Zukunft unsere Videos zu schauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wo ist mein Kaffee? Und wer hat den Spacko da eingestellt? Verdammte Scheiße! So, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, aber es geht in meinem Kanal natürlich in erster Linie um die LPs und von daher möchte ich euch einen kurzen Ausschnitt aus meinem aktuellen Projekt zeigen. Ich hoffe, es gefällt euch. Und schon geht's hier auch los in einer epischen Schlacht und ich kann das hier nicht aufbauen. Verdammt. Aber Orks, die kann ich töten. Jawohl, nein, nicht das Ding, die Orks. Stirb, Ork. Ich bin gerade schon am Überlegen. Hier. Dingsbums, wie heißt er? Elrond hat jetzt hier quasi schon gesprochen. Ich bin gerade am Überlegen, ob das das erste Lego-Spiel überhaupt ist, in dem erstmal so wirklich Sprache überhaupt so verwendet wurde für die Charaktere. Denn soweit ich mich erinnere, war das vorher nicht so. Das letzte Lego-Spiel, was ich gespielt habe, war hier wie heißt es? Fluch der Karibik. Das fand ich auch schon extrem witzig gemacht. Aber soweit ich weiß, gab es da keine wirkliche Sprachsequenz. Wow, wow, ja, nee, raus da. Nein, stirb, Ork. Sauron wird uns niemals beherrschen. Zack. Der Schicksalsberg. Ich werde dich zerreißen, ja, nein. Verdammt, Elendil. Bam. Bams. Mit seinem krassen Ultraschwert basht er alles nieder. K.
Kein Ork kann ihm standhalten. Er ist unbesiegbar. Ups, ach, da sind noch mehr. Sag mir das doch. Sag mir doch, dass da Gegner sind. Ich werde dich zerreißen. Auch wenn wir bis jetzt ja quasi eigentlich noch nichts wirklich vom Spiel gesehen haben, eben außer diese Anfangssequenz und hier jetzt diese Schlacht, finde ich das bis jetzt schon ziemlich episch, vor allen Dingen, weil ich das auch mit der Musik sehr geil finde, dass sie die Originalmusik genommen haben. Ich hoffe, dass ihr damit einen kleinen Einblick in meine Videos allgemein gewinnen konntet. Aber ich möchte noch allgemein etwas zu meinen Videos sagen, und zwar versuche ich immer neben einem Solo-Projekt auch noch ein Let's Play Together aufrechtzuerhalten, was momentan Borderlands ist. Also die Folgen werden immer von Tag zu Tag abwechselnd entscheiden. Das heißt, einen Tag kommt Herr der Ringe und den anderen Tag und am anderen Tag kommt eben Borderlands raus. Allgemein kann ich noch sagen, dass ich mich eigentlich gar nicht wirklich auf ein Spielgenre beschränken möchte. Von daher würde ich mich auch immer über Projektvorschläge freuen, falls ihr natürlich meine Videos in Zukunft weitersehen wollt. Und ja, ich wünsche euch noch einen optifreshen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr schaut mal vorbei. Ich hoffe, man sieht, hört was voneinander. Und bis dahin, tschüss.